Skoda hat in den letzten Jahren die Modellpalette komplett erneuert und bietet heute deutlich mehr als nur Simply Clever Ideen für gute Preise. Ab sofort mischt die Marke auch im wachsenden Markt der SUVs mit. Vision S heißt die Designstudie, die einen Ausblick auf künftige SUV aus dem Hause Skoda zeigt. Optisch folgt das Konzeptcar eindeutig der Skoda-Formensprache. Klare Linien und präzise Formen lassen keinen Zweifel über die Herkunft zu. Wir haben unsere Modelloffensive jetzt im SUV-Bereich weitergeführt. Das heißt, wir haben die neue Designsprache der Marke Skoda in dieses SUV übersetzt, in eine SUV-typische Art. Ja, die Weltpremiere wird in Paris sein, Ende des Jahres, im Oktober, und im Frühjahr nächsten Jahres begrüßen wir ihn dann bei unseren Händlern und im Verkauf. Die Skoda Vision S bietet mit 4,70 Meter Länge und 1,91 Meter Breite auch innen reichlich Platz. Und so ist das auf dem modularen Querbaukasten des VW-Konzerns basierende SUV der erste Skoda mit 6 Sitzen über 3 Sitzreihen. Dem Wunsch nach uneingeschränkter Kommunikation im Auto wird beim Skoda Vision S Rechnung getragen. Großzügige Displays und moderne Anbindungen garantieren perfekte Vernetzung und einfache Bedienung. Doch auch bei der aktuellen Modellpalette gibt es Neuerungen. So feiert der Skoda Octavia RS 4x4 seine Premiere. Mit seinem Allradantrieb und dem 2-Liter TDI-Motor mit 184 PS und DSG lässt der Octavia RS 4x4 kaum Wünsche offen. Trotz einer Beschleunigung von 0 auf 100 in nur 7,6 Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von 228 Stundenkilometern gibt Skoda den Verbrauch mit nur 4,9 Litern Diesel auf 100 Kilometer an. Das neueste Mitglied der Scoutline-Reihe rundet die Neuvorstellungen ab. Der Skoda Fabia Kombi Scoutline zeigt sich im robusten Offroad-Look und bietet attraktive und praktische Ausstattungsfeatures. Angetrieben wird er je nach Wunsch von einem der drei angebotenen Benzinmotoren mit 75 bis 110 PS oder einem der zwei Diesel mit 90 bzw. 105 PS. Skoda erweitert seine bestehenden Baureihen um sinnvolle Antriebslösungen und weitere Modellvarianten. Der Star hier auf dem Skoda-Stand in Genf, ganz klar die SUV-Studie Vision S. Mit bis zu 6 Sitzen, 3 Sitzreihen und dem Plug-in-Hybridantrieb, ganz klar eines der Messe-Highlights. Mein Wunsch, bitte genau so bauen.